Hey und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ion und wir sind dabei hier vorne gerade in Sapan unsere Quest zu machen. Ich war gerade so ein bisschen, ich dachte, ich habe den Skill, bisschen am mich wundern, wo ich überhaupt bin. Was war nochmal Interessantes? Irgendwas hatte ich, glaube ich, Interessantes in den Folgen. Ach, egal. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich gerade sagen wollte zu Beginn. Deswegen ist es wie alle Folgen, wo ich einfach in die Folge reinschneie und dann mir erst überlege, was ich bequatschen möchte. Das ist irgendwie fast nicht immer. Ich habe hin und wieder, denke ich mir auch mal vorher was drüber nach, aber fast immer so. Ja, ich weiß, heute ist echt verdammt spät beim Aufnehmen. Ich meine, jetzt ist es 7:15. Ich versuche mich heute zu beeilen mit Folgen hochladen und Co. Das heißt, ich schätze, ihr werdet das hier frühestens 9, also 21 Uhr sehen können. Ich muss mal sehen, wie schnell nachher der Upload ist. Silence, I kill you. Und von daher, das ist schon ein bisschen blöd. Also, finde ich persönlich, weil ich einfach, ich komme momentan tagsüber nicht wirklich zum Aufnehmen. Morgens bin ich fast die ganze Zeit in der Uni oder auf dem Weg zur Uni oder zurück zur Uni. Und ich möchte ungern, wenn ich danach Uni habe, noch das Headset aufsetzen, weil das natürlich immer die Haare total kaputt macht. Also, all die, ja gut, ne? Anti-Volumen und Anti-alles, ne? Ist es einfach so. Sei mal dahingestellt. So. Auf jeden Fall. Ach, toll. Was zum Teufel muss ich denn killen? So, die da muss ich killen. So. Genau. Auf jeden Fall komme ich deswegen morgens nie dazu. Dann komme ich mittags komme ich nicht dazu, weil ich normalerweise dann Drett gehe. Heute bin ich einkaufen gegangen, weil ich einkaufen musste. Und ansonsten, wenn man mal den Tag durchgeht, ist das bestückt mit Hausaufgaben, Übungen. Ach, ich meine Hausaufgaben der Uni. Gittigit. Hausaufgaben, Übungen. Und dann eventuell noch privates Zocken. Das heißt, es ist einfach gerade so, mach, Folge. Wie soll ich? Wann? Wo? Was? Alles Mögliche. Ne? Diese Gedanken gehen dann ständig durch den Kopf. Vor allem zum Beispiel, ich lasse jetzt gerade, um hier die Folge zu machen, lasse ich die Dread ausfallen, also die 6er-Dread. Ich muss dann gleich mal schauen, ob ich noch irgendwie vor 9 Uhr eine Gruppe finde. Ich bezweifle es irgendwie. Und da ich das Wochenende jetzt wieder nicht da bin, da bin ich wieder bei meinen Eltern. Mal nach Ewigkeiten wieder, wird mal wieder Zeit, kann ich dann auch nicht in Massen aufnehmen. Das heißt, es ist gerade einfach immer so, mit dem Aufnehmen ist es knapp. Also was ich mir gerade eben, als ich es gesagt habe, überlegt habe, ist, dass ich gleich vielleicht noch eine zweite Folge aufnehme. Das müsste ich mache ich dann, nachdem ich die hier fertig, brauche ich den da? Ne, brauche ich nicht. Fertig bearbeitet habe, also die hier, die ihr gerade seht. Sobald die dann fertig bearbeitet ist, kann ich theoretisch die zweite Folge dann aufnehmen. Also es ist blöd zu bearbeiten und und aufzunehmen, weil es natürlich deine Ressourcen ganz schön frisst, das Bearbeiten. Wer sich das nicht vorstellen kann, der soll einmal bitte ein Video rendern. Danach wisst ihr, was ich meine. Und ich werde auch nicht die Geschwindigkeit des Rendern runterstellen, weil dann dauert es wieder länger, bis dieses Video oben ist. Und das ist halt, naja, ihr könnt es euch vorstellen, ist ein bisschen kontraproduktiv. Sollen wir mal in die Stadt gehen und die Daily neu annehmen? Also, ach, die Daily kann ich auch gleich neu annehmen. Ich suche gerade die richtigen Viecher. So, da brauche ich jetzt momentan die Skorpione. Und für die anderen brauche ich nämlich die Teile, die tagsüber da sind. Und wir sind gerade in der Ingame-Nacht, also kann ich momentan die, welche muss ich killen? Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Ja, ich muss die Paw killen. Oder Paw oder was auch immer. Und momentan sind nur die Claw da. Und das sind halt die falschen. Und die anderen sind nur zur anderen Tageszeit. Und irgendwie spiele ich momentan nicht zu der Ingame-Tageszeit, was ganz lustig ist. Aber naja, geht halt. Och nee! Scheiße. Sorry, Instant 4, das war aus Versehen. Ich wollte einen Ticken höher klicken. Passiert. Ist aber auch nicht so schlimm. Ihr seht, wir haben einen Werwolf auf uns, ne? Das ist ein bisschen ekelhaft. Da ist CTR, springt uns an. Spring mich nicht an! Ich habe Angst vor dir! Du machst Aua! Sind hier unten auch die Skorpione oder? Nein, hier sind nur die Blümchen. Schade. Ich nenne die wirklich immer die Blümchen. Es gibt genau die gleichen nochmal in. Also nicht die gleichen, aber von der Textur die gleichen. In Acheron.
Ach nee, sind sie nicht. Aber ähnlich, ähnlich, ne? Ähnlich. Die haben solche Zacken, wo sie oben rausstecken. Also die sind ein bisschen anders, ist ja egal. Und die nenne ich dann auch immer Blümchen. Einmal die Stinkeblümchen und einmal die Schnappblümchen. Die heißen letztendlich auch so, mehr oder weniger. Oder da gibt es auch nochmal welche, das irgendwas mit schöne Blumen oder so heißen die. Und deswegen nenne ich die immer die schönen Blümchen. Ja, sorry, ich muss das mal eben kurz raushauen. Da ist der Skorpion, ich habe den gerade gesucht. Hallo, Mr. Skorpion. Komm mal her. Du musst sterben. Möglichst bald. Ja, egal. Ich würde ja gern mal die angezeigt bekommen, ne? Wieso? Ne? Wieso macht der das so blöd mit dem Nicht-Link? Ich meine, einen Link im Dreier einzugeben, ist echt eins der leichtesten Sachen, die man macht. Außer man hat das Item selber nicht. Von daher, was zum Henker? Wieso gibt er es nicht einfach ein? Damit niemand. Ach, ich glaube, ich weiß wieso. Ich glaube, das Teil ist nicht geprockt. Also, sobald ich das noch richtig weiß, gibt es das einmal als geprockte und als ungeprockte Form. Das ist nämlich nicht die Eventwaffe, sondern halt das Masters-Zeug. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Und das nicht geprockte ist einfach um Weite schlechter. Wahrscheinlich will er nicht, dass man das direkt sieht. Aber trotzdem, letztendlich beim Kauf sieht man es dann. Vor allem, wer holt sich bitte sehr die Kugel? Ich denke jedes Mal, wenn ich sehe, dass jemand die Kugel sucht, denke ich mir so, wieso? Diese Kack-Auto-Tags, ey. Also die Range davon, das ist echt total der Quatsch. Das hier sind die guten Sachen. Oh mein Gott, ich hätte so gern das Buch davon. Also nicht auf diesem Server. Wenn ich das jemals auf diesem Server bekomme, dann wird das hier instant zu meinem Main-Server, außer ich habe die Möglichkeit, das auch auf meinem Main zu kriegen. Aber an und für sich möchte ich halt nicht, dass das hier mein Main wird. Und von daher wäre das auch nicht so besonders toll. Also klar, es wäre mega cool, würde ich die hier bekommen, aber hier habe ich wahrscheinlich nicht mal genug Kinder, um mir die zu leisten. Also die kostet ja schon ihre Milliarde, wahrscheinlich bei uns auf dem Server. Also niemand bietet sie an, das ist das Problem. Deswegen kann ich auch euch keinen Preis sagen. Es ist halt der Preis, die die Person, die das Ding hat, verlangt. Genau der Preis und nichts weniger. Das ist das Problem mit Angebot und Nachfrage. Selbst wenn bei uns die Nachfrage, ich glaube, drei Leute versuchen, das aktiv zu kaufen. Wo ich da schon drunter zähle, ne? Die Nachfrage ist dementsprechend nicht hoch. Aber das Vorkommen und das Angebot ist so gering, dass die Person mit der Kugel den Preis absolut frei bestimmen kann. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was das bedeutet. Theoretisch könnte der bis zu 2 Milliarden hochgehen. Und niemand könnte was anderes sagen, weil alle, die die Waffe wirklich wollen, werden es zahlen. Insofern sie es genau haben. Ich habe keine 2 Milliarden. Ich könnte mir nicht mal 1 Milliarde leisten. Müsste ich wieder ein bisschen erstmal Knarr an Chefin gehen. Nee, aber es hat dieses Grundprinzip. Den Grund nach kann man damit sehr viel bestimmen. Also wenn man wirklich viele dieser Waffen hat und die instant verkaufen will, dann ist man super dumm. Ich sterbe ihn am Blick. Ui, ui, ui. Ui, 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 das war knapp. Ich muss mich kurz hinsetzen. Also wenn man viele dieser Waffen hat und die instant verkauft, nimmt man sich selber den Preis raus. Das Event bleibt ja eine Zeit lang und die Waffen verschwinden ja nicht danach. Das heißt, wenn man die zum Beispiel in einem Wochenabstand verkauft und nicht bekannt ist, dass es nochmal die Waffe nochmal gibt, dann kann man einen höheren Preis erzielen. Oder man muss die Leute, die die Waffe kaufen wollen, gegeneinander ausstechen. Sehr praktisch ist dann nicht, dass man mit einer Person immer zeitgleich handelt, sondern dass man wirklich ganz über den Dreier schreibt, okay, das ist bisher geboten, bietet jemand mehr. Dass das sich die Leute gegenseitig dann hochschaukeln. Aber denkt daran, betrügt dabei nicht. Nicht nach dem Motto, jo, es sind schon 700 Millionen geboten, bietet noch jemand 800 Millionen. Das ist, also insofern niemand das bietet, dann sollte man das auch nicht schreiben. Das verlangt so ein bisschen der moralische Kodex, nicht, dass man, okay, es ist kein moralischer Kodex und es hat überhaupt noch nichts mit Moral zu tun. Aber man macht es einfach, oder hat es was? Ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Okay, mich hat irgendwer gerade angeschrieben. Ich schaue gleich nach, wer es war. Also jetzt. Aha. Ah, okay. Viel Spaß. Ach, scheiße, jetzt habe ich irgendein Viech angegriffen, was hier rumläuft. Okay, es war der da drüben. Hier links von mir steht übrigens der Daily Mob und den werden die da vorne gleich wahrscheinlich machen. Und ihr seht, sowohl Tauben als auch Asmus versuchen, den zu machen.
Ist immer ganz lustig, wenn man das sieht. So, wir brauchen noch drei von denen und ein paar von den anderen. Ich weiß, es könnte eventuell ein bisschen langweilig sein, weil ich mich jetzt hier die ganze Zeit nur in diesem Gebiet aufhalte. Aber wir müssen nun mal noch ein Levelchen machen. Und auch noch ein bisschen Puffer anlegen, weil wir ansonsten die anderen Kampagnen auch nicht freigeschaltet bekommen. Also es ist relativ wichtig, dass ich jetzt hier ein bisschen EP neben den Kampagnen mache. Also ansonsten wird das nachher echt schleppend dann. Nur mit den Kampagnen weiter hochzukommen. Es ist so dieses typische Kampagnenloch, was man irgendwann mal in der Zeit kriegt. Selbst wenn ich mich jetzt sehr lange durch Quests oben gehalten habe, über die andere Zeit, wo ich nur gequestet habe, bin ich ja jetzt trotzdem hier auf die nur Kampagnenart umgestiegen. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt in dem Kampagnenloch stecke. Wir hatten Glück. Eigentlich ist das ein Ticken früher und eigentlich ist es bei weitem schlimmer. Gut, dass wir vorher so viel gequestet haben. Aber trotzdem ist es halt verdammt nervig, weil es nun mal ein totaler Levelgeschwindigkeitsstopp ist. Ich hatte übrigens vor, möglichst bald zeitnah mir nochmal selber ein paar hochzuziehen und zu schauen, wie schnell schaffe ich es wirklich, mich hochzuziehen. Und dann das auch einmal in möglichst... Ist das die falsche Blume? Möglichst schneller Art zu machen. Wenn ihr Interesse an so einem Video hättet, ne? Oder Videoreihe. Dann könnt ihr mir das sagen. Ich werde aber wahrscheinlich während diesen Folgen nicht reden, sondern mich einfach nur hochziehen, weil ich wahrscheinlich nebenbei... ups, ich muss ja gar nichts machen, deswegen gehe ich mal wieder zurück. Wahrscheinlich werde ich nebenbei laut Musik hören. Wahrscheinlich dann über einen anderen... über den Laptop, damit ich den Ingame-Sound dabei habe. Und dann kriegt ihr irgendeine andere Musik, die auf YouTube verfügbar ist. Also YouTube ist ja ein bisschen blöd, was das angeht. Also, ja, Copyright und bla. Und es gibt total wenige Lieder, die genehmigt sind. Auf jeden Fall, dann werdet ihr das hören. Ich denke nicht, dass ich dabei eigenständig reden möchte. Dabei werde ich natürlich ausnutzen EP-Buff-Legi. Ich werde mich von niemandem hochziehen lassen, aber ich werde wahrscheinlich nach Mentoren für Instanzen schauten. Feuertempel einmal mit einem Mentor durch, das bringt schon ein bisschen was. Oder vorher schon festgelegt haben, okay, lass uns dann Duo BT laufen. Und auch mir schon Gear zurechtgelegt haben, ne, für die verschiedenen Level. Oder halt das Kina. Das heißt, mehr oder weniger die Art, wie ich mich dann in der Geschwindigkeit hochlevel, kann niemand nachmachen, der neu ins Spiel reinkommt. Das hängt einfach mit diesen zusammen, dass ich jetzt sozusagen schon ein gewisses Grundkapital an Kina ausnutze. Ja. Wobei, ich werde das vielleicht auch streamen und nebenbei aufnehmen, aber dann kommt das wirklich erst später. Muss ich mal nachschauen, wann. Ach, genau. Oh, guck mal, wir sehen endlich hier den Weltenboss. Oh, zum Glück stehen wir ja nicht. Gewaltige Arco-Range, verdammt viele Leben, extrem viel Schaden. Und so, die Drops sind, meine ich, nicht so überragend. Weiß ich aber gerade nicht auswendig, was er... Wow! Nochmal droppt. Ich dachte, er sei schon ein bisschen schneller. Ich will das Blümchen da machen. Also lauf denen am besten nicht entgegen. Oh, guck mal, Schmeidi ist online. Ach, shit. Ach, shit. So. Es hat mich ein paar gefragt, wie kann ich denn eingeladen werden? Dafür müsst ihr entweder online sein, also am besten, ihr schreibt mich währenddessen an. Ihr könnt ja hin und wieder mal schauen, ob ich online bin. Entweder müsst ihr online sein, während ich online bin, oder ihr schaut während des Streams, der normalerweise jetzt mittlerweile jeden zweiten Tag abends ist, so um zwischen 8 und 9 Uhr startet, der halt ungefähr zum Raid. Ich bin nicht immer ganz pünktlich oder ich nehme mal hin und wieder ein bisschen früher auf. Da könnt ihr dann auch anschreiben. Wenn ich jetzt mittendrin dann beim Raid ist, dann müsst ihr ein bisschen warten, weil ich ungerne während des Raids einfach abzische und umlogge. Das wird wahrscheinlich aber auch jeder hier verstehen. Aber nach dem Raid, klar, gerne. Außer ich bin total frustriert. Das hatten wir auch schon mal. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich da einladen sollte. Ich glaube, ich sollte nochmal umloggen. Habe ich dann aber letztendlich nicht gemacht, weil der Raid absolut frustrierend war und ich dann überhaupt gar keinen Bock mehr hatte auf das Spiel und dann auch wirklich auch selber privat ausgemacht habe und erst yay, Level up, mich am nächsten Tag wieder eingeloggt hatte. So, das hier brauchen wir. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich müsste es eigentlich das Richtige sein. Das ist das, was ich immer hole. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier das Gleiche war. So, jetzt müssen wir nach Sapan zu dem da hinten gehen. Okay, dann laufen wir da mal wir verlassen da jetzt mal hin. So. Immer schön weiter geradeaus.
Teil sieht echt cool aus. Also, viele sind ja der Meinung, dass der Windgeist vor seinem Endlevel viel, viel cooler aussieht. Aber ich weiß nicht, irgendwie so. Also, der ändert ja komplett sein Design, ne? Vorher hat er diese gewaltige Mähne und dann ist der später dieses elegante, schmale Tier. Und ich finde, um ehrlich zu sein, diesen mit der Riesenmähne, ich finde ihn in gewisser Weise. Also von Attraktivität kann man ja bei solchen Viechern nicht sprechen, aber es geht ja ums Grundprinzip. Ich finde den Schlanken, den auf wirklich Max-Level, finde ich einfach schöner. Vom Gesamtdesign her. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich selber ja meine Schars nie groß sind. Und von daher bei mir das echt nicht so ins Gewicht fällt, ob ich jetzt einen Riesenmob dabei habe oder einen ganz kleinen. Also der eine ist halt, viele finden ihn episch wegen seiner gewaltigen Mähne. Was ich aber aussagen muss, ich sehe, dass ich Skills habe. Was ich aber aussagen muss, ist, dass. Oh, endlich. Und das Wort verbessert, okay. Der Magmageist hat schon einen gewissen Charme. Vor allem, wenn du ein ganz, ganz kleiner Charakter bist und dann der Magmageist über dir schwebt, wie so ein riesiges, riesiges Tier, ey. Das ist so genial. My confidence in you, Karun, is unwavering, but how can you trust these foreigners? There's no choice. You have seen the power of Seal's relics, Ikios. We need allies against Tiamat. I don't know how much help the Ilios and Asmodeans will be in truth. Also, wie ihr hört, that's the High Elder's daughter. Well, Ilios und I've heard Garnet's brilliant. Asmodia sollen zusammen mit den Rehern helfen. You? Your daughter was my choice as liaison between our peoples. Well, it seems the decision has already been made. Welcome. Allow me to introduce you to Garnet. I'll act as your emissary here in Sarpan. My office is near the entrance of the assembly. I okay. Look forward to working with you. Interessantes Video. Ist euch mal aufgefallen, dass momentan die Videos, also ich finde die echt gut gemacht. Also zeitweise sind die ja echt so. Und dann sind das wieder solche coolen. Also ihr werdet später echt kotzen, wenn ihr das von Tia seht. Ganz ehrlich, das ist ein Tia schlecht gemacht. Gut, aber das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei weiteren Folgen. Man sieht sich garantiert morgen. Und dann sag ich mal, bis dann. Tschüss.